Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Knights of the Old Republic. Und ich glaube, es dürfte auch inzwischen der 42. Part oder so sein. Wir sollten eigentlich fertig auf Nashadar da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube nicht, dass mich da was täuscht. Und machen wir uns mal auf den Weg zum Schiff. Vor allem auch, da ich ja das letzte Teil für den HK-Droiden auf unserem Schiff habe. Den würde ich jetzt gerne mal zusammenbauen. Bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Genau, also aufs Schiff. Ah. Oha, der hat den etwas zerstört. So Bastard. Natürlich hat es keiner gesehen. Ah ja, genau. Das letzte Teil für unseren HK-Droiden. Schauen wir doch mal. Du hörst ein leises Brummen und das Geräusch elektrischer Entladungen, als die Energieversorgung des Droiden reaktiviert wird. Diagnose. Yes. HK-47 aktiviert. Überprüfe Primärsysteme. Einschätzung. Ich scheine schwere Schäden davongetragen und einige Gliedmassen verloren zu haben. Ich spüre die Risse in meinen Motivatoren. Mein zentraler Kontrollknoten scheint mehrmals aus nächster Nähe mit einem Blaster beschossen worden zu sein. Unverschämtheit. Sieht so aus wie die Droiden, die mich angegriffen haben. Antwort. Oh, das ist unmöglich, Meister. Wenn ich sie töten wollte, würden wir uns nicht unterhalten. Abgesehen davon bin ich ein einzigartiges Modell. Zu glauben, dass es noch mehr Versionen von mir geben könnte, ist eine Beleidigung. So, so. Es gibt in der Galaxis wenigstens 4 andere Versionen von dir mit Fehlfunktionen. Aussage. Meister, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Versuche, witzig zu sein, bei einem Droiden wie mir fehl am Platz sind. Ich bin, wie bereits erwähnt, einzigartig. Wir sind sogar einer Horde HK-50-Droiden deiner Baureihe über den Weg gelaufen. Und zwar nicht nur einmal. Resignation. Na gut, Meister. Wenn Sie unbedingt witzig sein wollen, von mir aus. Lassen Sie mich einen Blick auf die Logbücher des Schiffs werfen, um diese Angelegenheit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Lösung. Sie haben recht. Diese Entdeckung weckt in mir allerdings einen gewissen Zorn. Und Beschämung. Geht es euch gut? Spott. Soll das ein Witz sein? Ja, Meister. Natürlich geht es mir gut. Aussage. Ich meine, ich wurde eben erst reaktiviert, nur um zu erfahren, dass minderwertige Kopien von mir die Galaxis bevölkern und meinen guten Namen in den Schmutz ziehen. Aber angesichts der Tatsache, dass diese Einheiten sie jagen, freue ich mich schon darauf, sie zu treffen, um ihnen einige angemessene Tötungsprotokolle zu verraten. Lösung. Wie es aussieht, brauche ich sie also. Vorläufig. Warum warst du in unserem Frachtraum? Antwort. Ich weiß es nicht, Meister. Es ist seltsam, dass ich hier war, obwohl mir dieser Ort sehr bekannt vorkommt. Was los, T3? Extrapolation. Vielleicht wollte mich jemand nachbauen. Möglicherweise wurde ich für irgendetwas benötigt. Du siehst ja aus wie der Droide, der mich angegriffen hat. Ah, jetzt kommt das schon wieder. Du bist ein Killer-Droide. Ja, wie ich bereits sagte, ich bin ein Killer-Droide. Meine Primärfunktion ist die Terminierung von Fleischsäcken, die sie gerne tot säen, Meister. Oh, wie ich dieses Wort hasse. Bist du bereit, mir zu dienen, Droide? Ja, Meister. HK-47 ist einsatzbereit. Mega. HK-47 hat seine Gruppe geschaffen. Seit seine verbleibenden Tötungsprotokolle fügt er den Gegnern mit seinen Blastern und Gewehren zusätzlichen Schaden zu. Mega gut. Sehr schön. Geil als Teil. Dann würde ich vorschlagen... Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Korriban?
Dantooine, Onderon, Xun, Telos Citadel Station. Okay. Keine Ahnung, vielleicht mal mit Etten reden? Mit Kreia vielleicht mal. Ja, nee, ich rede mal mit Etten. Kannst du mir erklären, warum dieser irre Wookie für uns arbeitet? Stell keine Fragen, Etten. Okay, aber glaub mir, das nimmt kein gutes Ende. Das ist schon gut. Also eigentlich... Goto... Mit wem könnte ich denn noch reden? Mit der Kreia vielleicht mal. Was von den Jedi noch übrig ist, hat gespürt, was geschehen ist. Den Tod Sets Kayels. Ah, hier, gut. Wo kann ich diesen letzten Jedi finden? Ihr findet die Überreste in den Ruinen der Enklave auf Dantooine. Dann wäre meine Rache endlich komplett. Der Kreis hat sich geschlossen. Um zu verstehen, müsst ihr euch dorthin begeben. Nun denn, auf nach Dantooine. Da waren wir schon mal. So. Na dann. Onderon, Duxun, Dantooine. Und los geht's. So, wir sind auf Dantooine gelandet. Okay, dann müssen wir in die Jedi-Enklave, hieß es doch, glaube ich, nicht? Genau. Okay. Boah, unser Team ist voll, Leute. Mega geil. Okay, den nehmen wir mit. Was? Aha. Hinzufügen. Und Weasel nehmen wir noch mit. Okay. Perfektes Team. Ey, das ist das beste Team, glaube ich, jetzt. Zeig mir... Oh, sehr die Ehre schön. Liegt bei... Mhm. Kräfte. Komm, wir geben der mal ein bisschen Wiederbelebung hier. Obwohl ich nicht glaube, dass wir das unbedingt brauchen werden. Ah, ja. So, Talente. Ein bisschen für den Nahangriff hier ein paar Sachen. So. Oh, der ist Stufe 6. Das dauert jetzt. Oh, das dauert jetzt, Leute. Hm, ja, machen wir doch die hier. Wo schon hier vorgeskillt sind. Stärke, Geschicklichkeit. Kondition. Bei ihm gehe ich auf Stärke und Geschicklichkeit auf jeden Fall. Mhm. Ja, der kriegt auf jeden Fall einen Blaster von mir. Weil wieso sollte ich dem Schwert geben? Wenn der ja sowieso diesen Zusatz-Skill hat, das Stärkung, Kondition. Dass er mich mit Blastern unterstützt. Oder irgendwie sowas stand da, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was. Mhm. Gute Angriffe soll der haben. So. So. Ah. Stärke. Okay. Oh, das dauert ja ewig. Ich beeil mich ja schon. Dun, 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 dun. Was hat der? Was ist das da? Dieses Talent steigert den Schaden durch Fernwaffen mit einem Punkt. Ah. Ja, denn. Macht er schon mal fix ein Punkt mehr Schaden. Finde ich super. Ich hoffe, der ist gut. Aber der muss fast gut sein, oder? Ich meine, diese Killer-Truinen sind ja sowieso immer schon stark gewesen. Schon auf 21. Gott, wie hoch geht denn der noch? Ich hätte bei der
Visa mal gucken können, wie hoch das ist. Ah, nee, noch weiter. Geschicklichkeit. Ah, sehr gut. Haha, perfekt. Oh, jetzt muss ich den noch aber ausrüsten. 1 bis 12. Ja, der kriegt was Besseres. Hm. 1 bis 12, 2 bis 12. Hm, schade, ich habe gar kein starkes Gewehr gerade hier. Oder was ist das? Ah, das ist ausgerüstet. Ja, sonst hat er halt das. Oder... Ja, dann kriegt er halt jetzt erstmal das da, das Repetiergewehr. So, das kriegt er hier. Flammenwerfer. Boah, der geht richtig ab, wird der. So. Sehr schön. Du hast alle Jedi-Meister gefunden. Kreia sagt, dass die restlichen Jedi nach Dantooine aufgebrochen sind, um sich dort mit dir zu treffen. Du sollst an den Ruinen der Enklave zu ihnen stoßen. Also, die wollen zu mir. Interessant. Interessant. Also auf zu der Ruine... auf zu den Ruinen der Enklave. Wo waren denn die nochmal? Ich glaube, da hinten, genau. Ja. Ich hoffe, das ist ja gut, dass der Druide, aber ich denke schon. Oder sind wir hier richtig? Hof der Enklave, doch. Genau, hier müssen wir hin. Okay, ich bin mal gespannt, wie wir da treffen. Vor allem die Jedi, es sind ja dann mehrere. Ob die mich dann angreifen, ob ich gegen alle kämpfen muss oder ob ich die irgendwie auf meine Seite ziehen kann. Das werden wir dann wohl gleich erfahren, meine Lieben. Schauen wir doch mal. Anscheinend haben die hier noch nicht irgendwie registriert, dass hier ein paar Jedi durchgelaufen sind. Wie auch immer die da hingekommen sein sollten. Ah, gut. Kann das sein, dass sie wieder aufgebaut ist? Oder sieht das nur so aus? Nee, das, oder? Nee, das sah schon vorher so aus. Aber die Tür da hinten, die war vorher verschlossen. Okay. Oh. Anscheinend werden wir erwartet, meine Lieben. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Doch, wieder aufgebaute Jedi-Enklave. Tatsächlich. Interessant. Hm. Nun denn, wo müssen wir hin? Wir sind sowieso in einem anderen Bereich als vorher. Na, so schön haben sie das aber noch nicht aufgebaut. Hier ist noch ein bisschen Dreck am Boden. Eine Leiche. Nicht mal die Leichen haben sie hier weggeräumt. Hey, wo sind eigentlich meine Leute? Hey, ich bin allein? Hat das einen Grund? Ich bin anscheinend... Warten die hier oder wie? Mein Leben führt... Hey, ich muss wahrscheinlich alleine da jetzt durch. Okay. Okay, ja gut, wie es aussieht, kann ich nur hier lang. Ich werde erwartet, meine Lieben. Oh, Kreia. Was macht sie hier? Es ist lange her. Okay, die war auf jeden Fall schon mal hier. Die Jahre haben uns offenbar beide gezeichnet.
Ist es so wie erwartet? Keiner dort. Ihr sagt, dass alles, was von den Jedi noch übrig ist, hier sein würde. Ja, und darum ist es hier so leer. Aber wo ist der Jedi-Orden und wo sind die restlichen Jedi? Eure Taten haben dem Orden geschadet. Ihn vielleicht sogar zerstört. Sind alle Jedi tot? Nein. Vielleicht. Schwer zu sagen. Für jeden ermordeten Jedi oder Sith erhebt sich ein neuer. Aber der Orden ist verwundet, das stimmt. Ich habe Rache bekommen und sie endlich zerbrechen sehen. Oh ja, euer Hass hat sie zerstört. Ihr könnt stolz sein auf das Blut, das ihr vergossen und die Leben, die ihr beendet habt. Bevor wir diesen Sieg feiern, gibt es noch etwas zu bereden. Die Zerstörung des Ordens, der Meister. Das war kein Ende an sich. Ich hatte nicht erwartet, dass sie noch leben. Das Wissen besaß ich nicht. Aber jetzt wurde es korrigiert und alles ist so, wie ich es erwartet hatte. Es gibt keine Ungewissheit mehr. Und was ihr getan habt, es war noch nicht genug. Ich habe den Rat getötet. Niemand kann sich mir in den Weg stellen. Auch wenn ich nicht erwartet hatte, dass sie noch leben. So hatte ich gehofft, dass ihr etwas von den Jedi-Meistern lernen würdet. Nicht nur für den Kampf. Für euch und für die Macht. Ich habe Stärke kennengelernt und weiß jetzt, wie ich sie einsetzen kann. Ich muss wissen, ob ihr Tod, eure Rache, euch befriedigt hat. Ob die Unruhe in euch durch den Anblick ihres Todes gemäßigt wurde. Ich werde erst ruhen, wenn alle Jedi tot sind. Das ist euer Wunsch, nicht meiner. Es liegt Stärke im Besiegen, nicht im Erschlagen eines Feindes. Ich wollte nur, dass sie erkennen, dass sie sich geirrt haben und ihre Lehren falsch waren. Dass niemand die Macht verstehen kann, indem er sich an den Kodex der Jedi hält. Alle, die ich trainiert habe, waren Fehlschläge. Schüler, die gegen die Mandalorianer kämpften, der dunklen Seite verfielen und ihr Training abbrachen. Einen zu sehen, der stark genug ist, sie zu besiegen, das werde ich nie vergessen. Doch es war nicht so befriedigend, wie ich erhofft hatte. Es ist eine Sache, jemanden im Kampf zu schlagen, aber eine andere, ihn kampflos zu besiegen, worauf ich gehofft hatte. Dennoch musste es getan werden. Diese mächtigen Jedi, die auch auf den Welten, die sie gewählt hatten, in der Macht spürbar waren, stellten eine Bedrohung dar, die enden musste. Die Sith? Für die Sith? Nein, nicht für die Sith. Nicht in der Art, die ihr euch vorstellt. Um auf meine Frage zurückzukommen. Habt ihr durch den Tod dieser Jedi Frieden gefunden? Nein, denn Arthas ist noch am Leben. Es war so, wie ich es mir dachte. Ihr habt versagt. Ganz und gar. Tja, was geht hier ab? Ich lehrte euch, die Macht wieder zu hören. Zeigte euch den Gegensatz. Und ihr versteht immer noch nicht. Das habt ihr bewirkt. Zahllose Morde. Schlechter Killer entstanden im Krieg, der wie stets das Falsche lehrte. Ihr habt ihnen das Leben ohne die Macht gezeigt. Anstatt der Wahrheit und Macht zeigtet ihr ihnen, wie die Galaxis sterben kann. Ihr seid für all das verantwortlich. Selbst jetzt führt alles zur Zerstörung. Und es kann nichts getan werden, weil ihr euch weigert zuzuhören. Und zu verstehen. Ihr saht, was ihr bei allen um euch bewirkt. Hörtet die Echos der Schreie auf toten Planeten. Und sah zu, während ihr stärker wurdet. Und es ist doch alles umsonst. Es ist kein Sieg darin, die Jedi-Meister durch so ein Versagen zu stürzen. Ihr habt meine Lehren nicht gehört. Und bei allem, was ich sagte, habt ihr nie gelernt zuzuhören. Vrook tat gut daran herzukommen. Auch wenn er die Verbindung erst viel zu spät erkannte. Dieser Ort versteckt euch vorerst vor den Sith, um zu tun, was getan werden muss. Ihr wart meine letzte Hoffnung. Der Einzige, der das Kommende ändern konnte. Und jetzt bleibt mir gar nichts mehr. Ich werde euch nicht länger lehren. Unser Band bleibt. Aber das ist alles. Mordet hier und dort Schüler. Unter denen, die von den Jedi geblieben sind. Es ist ein passendes Grab, bis die Sith euch ein Ende setzen. Euch und allem.
Und ich bete, dass ihr zuhört, während ihr hier seid und endlich aufwacht. Okay. Rook tat gut daran, herzukommen, auch wenn er die Verbindung erst viel zu spät erkannte. Alles Leben ist durch die Macht verbunden. Ihr spürt es in euren Gefährten. Eure Entscheidungen beeinflussen sie, was man an ihren Taten sieht. Stellt euch die Auswirkungen vor. Aus der kleinsten Handlung, der kleinsten Grausamkeit oder Güte, kann eine große Tragödie entstehen. Die Wunden in den Wesen, die Wunden der Planeten, alles erzeugt ein Echo, das in und durch die Macht zu spüren ist. Und diese Echos steigern sich, sodass alle, die sie hören, taub werden oder sterben. Wählt den richtigen Moment, erzeugt das richtige Echo, und dann wird alles zerstört. Und dann gibt es jene, die sich am Tod erbauen. Und wenn kein Leben mehr da ist, werden sie sich selbst verzehren. Ihr habt sie gelehrt, sich mit anderen zu verbinden und sich so zu ernähren. Ihr habt den Tod aller herbeigeführt, die die Macht spüren können. Das ist euer Geschenk an die Galaxis. Und wenn ihr das Echo, das ihr erzeugt habt, nicht hören und zum Schweigen bringen könnt, wird alles Leben, das von der Macht berührt wurde, sterben. Es ist vollbracht. Er ist nicht mehr. Bringt mich zur Atris. Sie wird stark genug sein, um zu tun, was der Rat nicht tun will. Du hast eine neue dunkle Machtfähigkeit erlernt. Machtstoß. Machtstoß? Fähigkeiten, Kräfte. Machtstoß. Der Jedi nutzt die dunkle Seite der Macht, um einen Gegner per Telekinese einen Stoß zu versetzen. Das Opfer erleidet einen Schaden von 1 bis 10 Punkten pro Erfahrungsstufe des Angreifers. Dieser Schaden durchdringt die meisten Verteidigungen nach einem erfolgreichen Tapferkeitsrettungswurf, bla bla bla. Okay, ich bin gespannt. Tja. Gibt's noch was zu sehen hier? Da hinten ist was. Ich meine, wieso baut man diese riesige... Ich bin gespannt. Nichts. Steht immer noch so dort. Nun denn. Kreia ist also zu Atris. Und ich nehme an, dass wir jetzt auch dahin müssen. Du hast die Jedi-Meister getroffen und getötet. Nun gibt es noch Atris auf Telos, wo inzwischen auch Kreia sein müsste. Also auf nach Telos. Wir gehen, Leute. Wir gehen. Oh, sind wir schon auf dem Schiff. Wo ist Kreia? Die Dienerin hat sie. Sie denkt, dass Kreia dich getötet hat. Warum denkt sie das? Weil das die Lüge ist, die Kreia ihr aufgetischt hat. Deshalb. Hauptsache, die Dienerin glaubt es. Und sie reagiert genauso, wie die alte Hexe es sich erhofft hat. Deshalb wollte sie die Dienerin an Bord haben. Mit ihrer Hilfe kann sie jederzeit in die Akademie von Telos. Und zwar ohne die nötigen Zugangscodes. Die Dienerin würde es Kreia nie gestatten, die Akademie zu betreten. Das würde sie, wenn sie Atris einen Gefangenen bringen könnte. Noch dazu einen Sith Lord. Sie bringt sie nach Telos. Und Atris macht mit ihr, was sie mit allen macht, die sie für Sith hält. Aber Kreia und ich sind miteinander verbunden. Wenn sie stirbt... Ja, ich weiß. Die Sith wollen Telos angreifen. Dort wird sich alles entscheiden. Das hatte ich befürchtet. Was ist los? Etwas belastet euch. Ich kann es fühlen.
Das bezweifle ich nicht. Das ist eine seltsame Antwort. Ich verstehe nicht. Wisst ihr, warum ihr angreift, wenn ich angreife und töte, wenn ich töte? Ich würde für euch sterben. Es ist meine eigene Wahl, wenn ich sage, dass ich mein Leben für euch hingebe. Und wenn es zwischen uns so endet, dass ich euch durch mein Opfer rette, dann wird das geschehen, weil es mein Wunsch ist, nicht weil ihr es befehlt. Woher wisst ihr das? Ich mache es einfach. Und manchmal kann man keine Gründe nennen. Was habt ihr in der Jedi-Akademie erfahren? All die Seelen, die ich auf Malachor tötete, können den Tod der Macht nach sich ziehen und den Tod aller, die mich umgeben. Dann ist das die Gefahr an ihrem Glauben. Sie verstehen euch nicht. Verstehen nicht, was es heißt, ein Mensch zu sein, zu führen. Meine Gefühle für euch entstehen durch das, was ich sehe, was ich in eurer Stimme höre. All das sagt mir, dass ihr zum Führen geboren seid. Ich folge euch, weil ich an euch glaube. Ich würde für euch sterben, weil ich an euch glaube. Und wo sie in euch den Tod der Macht erkennen, erkenne ich in euch die Hoffnung für alles Leben. Ich sehe euch an und erkenne, dass ein Leben unberührt von der Macht vielleicht nicht die schlimme Strafe ist, für die man es hält. Ich würde es verstehen, wenn ihr alleine weiterreisen wollt. Aber ich bitte euch, es nicht zu tun. Stärkt euch an euren Verbindungen zu anderen. Gebt sie nicht auf, wie ihr es im Exil getan habt. Wer ist da? Wer ich bin, ist nicht die Frage. Ich bin Atris, Jedi-Meisterin. Die letzte Historikerin der Jedi. Die letzte Jedi. Das sind nur Titel, Worte, an die ihr euch klammert, während die Dunkelheit über euch hereinbricht. Ihr wart es, die die Jedi angriff. Ihr seid eine Sith. Sith ist ein Titel, ja. Aber genau wie ihr bin auch ich nicht mein Titel. Aber das ist nicht mein Glaube. Für euch ist es anders. Einst gab es eine Darth Traya. Sie legte diese Rolle ab, wurde verstoßen und fand einen neuen Lebenssinn. Doch es muss immer eine Darth Traya geben. Jemand, der das Wissen um den Verrat in sich trägt. Der in seinem Herzen verraten wurde und selbst einen Verrat begehen wird. Ihr habt das Wissen der Sith aufgesogen. Doch diese Lehren enthalten nicht genug Wahrheit. Aber es ist ein Anfang. Wie ist das passiert? Hört auf euer Herz. Es war nie die Schlacht, die euch gerufen hat. Nie die Schlacht, die euren Fall herbeiführte. Malachor V hat viele Dinge berührt. Und sein Echo ist noch immer zu hören. Wieso hat er mich verraten? Ihr habt euch selbst verraten. Gebt nicht dem Verbannten die Schuld. Für euch besteht keine Hoffnung mehr. Und auch für mich nicht. Einer jedoch kann noch gerettet werden. Das Opfer eurer Verbannung. Wo ist der Verbannte? Ich dachte... Oh, er wird kommen. Aber er wird uns nicht mehr retten können. Es ist einfach zu fallen. Viel schwieriger ist, es sich einzugestehen. Eure Meisterin wartet. Sie hat euch viel zu erzählen. Die letzte der Dienerinnen steht vor uns. Es ist gut, dass du zurückgekehrt bist. Wir haben viele Fragen an dich. Was redest du da? Du hast uns verraten. Du hast Atris verraten. Du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist dem Jedi gefolgt, hast deinen Eid gebrochen. Hört mir zu. Atris wurde verführt von den Sith. Es ist noch nicht zu spät für... Schweig!
Es ist ein Verbrechen, sein Eigenblut zu töten. Aber es ist rechtens, eine Verräterin zu töten. Und es ist kein Verbrechen, Geblendete wie euch zu töten. Wir werden sehen. Du warst stets die Niederste unter uns. Und jetzt zeigen wir dir, warum. Okay, okay, okay. Da will ein Hava-Boss auf die Fresse haben. So einfach geht das. Wo warst du? Du warst sehr lange fort. Ich fürchtete schon um deine Sicherheit. Warst du die ganze Zeit bei dem Verbannten? Herren, ich tat, was ihr mir befohlen. Befohlen? Hab ich dir befohlen, dich mit ihm zu verbrüdern? Seinen Lehren zu folgen? Unseren Eid zu brechen? Herren, ich verstehe nicht, ich... Natürlich nicht. Aber du wirst es verstehen. What the fuck? Nein, 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 nein. Du hast keine Chance. Komm. Yeah. Genug. Was macht Blitze? Empfindest du etwas für ihn? Bist du ihn geliebt? Liebst du ihn etwa? Ihm ist die Liebe fremd. Er ist eine Hülle ohne jede Emotion. Alles, was er einst war, starb auf Malachor. Und dort stirbt er noch immer. Oh, Leute, 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 Leute. Also ist eine Verbannte gekommen, um einen anderen zu retten. Tötet sie, dann wisst ihr, ob es mich kümmert. Es ist nicht an mir und nicht an euch, ihr Leben zu beenden. Tötet sie, dann wisst ihr, ob es mich kümmert. Und doch seid ihr nur wegen ihr hier. Oder hat euch etwa die Lust nach Rache getrieben? Oh ja, genug geredet. Kämpft oder stirbt, mir ist das egal. Du hast keine Ahnung, wie stark ich bin, Andres. Eure Hinrichtung ist überfällig verbannt. Meine Liebe. Ich sag jetzt mal genau gar nichts. Okay. So. Ich werde sie durch die... Yes, boom! Hat die überhaupt eine Chance? Ey, das ist mega. Boah. Ich muss dir nicht mal anfassen und stirb. Ist klar. Sie haut ab. Meine trägt ihm einfach so den Rücken zu. Oh yeah. Einen Moment schnell. Ah, wir sind sowieso ganz oben. Sie sagte, ihr würdet kommen. Wenn ihr denkt, ihr könnt mich besiegen, dann irrt ihr euch. All das gesammelte Wissen, die Lehren über den Kampf und die Macht. Ich kontrolliere alles. Und wenn ich all das einsetzen muss, um euch zu vernichten, werde ich es tun. Ergebt euch und lebt. Wort eines Feiglings und eines Jedi. Macht euch bereit zu sterben. Nun denn. Bringen wir es zu Ende. Ah, die hat doch gar keine Ahnung. Das macht Spaß. Tschüss. Oh, warte, 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 warte. Wo sind meine Laserschwerter? Ich habe meine Waffen gewechselt, okay. Genau. Oh, ich kann spielen mit der. Laserschwertwurf. Tötet mich. Bringt es zu Ende. Schön, macht es bereit zu sterben. Nein, ich wollte das doch sehen. Oh. Es ist geschehen. Ihr wart gut. Alles ist, wie ich es vorhergesehen habe. Treya. Es muss immer eine Darth Treya geben. Und wenn es nicht sie ist, muss ich diese Rolle übernehmen. Und wie immer den Verrat der Jedi und der Sith herbeiführen. Wenn ihr hier seid, zeigt euch. Ich bin nicht hier.
Nicht in Fleisch und Blut. Nicht in eurem Geist. Diese Holocrons enthalten viel von den Sith. Und sie enthalten viel von meinen Lehren aus alten Zeiten. Aber ihr habt noch viel zu lernen und große Prüfungen zu bestehen. Der Tod des Weges, der Tod dieses falschen Jedi, war nur ein Teil davon. Einer der Sith-Lords ist nach Telos gekommen. Ihr wisst warum. Wenn er hier und jetzt nicht aufgehalten wird, wird er diesen Planeten zerstören. Ihr müsst euch ihm stellen. Nun denn. Er ist Teil der Vergangenheit. Und wie der falsche Jedi muss auch er aufgehalten werden. Erst dann seid ihr bereit für eure letzte Prüfung. Andernfalls werdet ihr sterben. Dann treffe ich im Kampf auf ihn und dann stelle ich mich euch. Diese Arroganz. Ihr wisst, wo die letzte Prüfung wartet. Nicht hier. Nicht in der Schlacht, die auf der Oberfläche und am Himmel dieses toten Planeten toben wird. Wenn ihr nicht zu mir kommt, wenn ihr flieht, werde ich mich selbst opfern. Und durch unsere Verbindung unser beider Leben beenden. Ihr wisst, wohin ihr reisen müsst. Ich werde dort auf euch warten. Also gut. Ihr seid gekommen. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Sag mir sofort, wo Kray jetzt was zu... warte, es tut mir leid. Sag mir sofort, was Kray zugestoßen ist. Kray, sie sagte, der Rat hätte euch ein Ende gesetzt. Und die ganze Zeit war sie eine von jenen, die uns töten wollten. Bevor ich euch bestrafe, warum habt ihr nicht gehorcht? Als sie sagte, ihr wärt tot, habe ich versagt. Oh ja, das hast du. Ich ließ meinen Gefühlen freien Lauf und handelte, ohne nachzudenken. Ich wollte sie bestrafen und verletzen. Ich wollte sie zur Rechenschaft ziehen für das, was sie den Jedi angetan hatte. Dafür, dass sie euch vor den Rat führte. Euer Zorn ist Stärke und er ist eine Waffe, wie ihr ist. Was? Wie ihr jetzt wisst. Natürlich. Bitte vergebt mir. Ich bin nicht länger die Letzte der Dienerinnen. Ich bin Brianna, eure Schülerin. Ich kämpfe an eurer Seite gegen alle Feinde, die sich uns entgegenstellen. Brianna, okay. Ich weiß bereits, wem ihr die Treue seid. Jetzt müssen wir uns nur um die Gefangenen kümmern. Um die anderen Gefangenen kümmern. Wir können noch wieder töten. Kommt! Was haben wir denn hier? Ich hab's erst nicht geglaubt, als Lino sagte, die Ebonhawk hätte angelegt. Aber es scheint zu stimmen. Bei all dem Ärger, den wir hier haben, sollte es mich nicht überraschen, euch zu sehen. Ihr seht schrecklich aus. Was ist euch denn passiert? Habt ihr eine ansteckende Krankheit? Nein. Sith-Krieger. Oh, das wird Spaß machen, Leute. Sucht ihr mich, Gren? Den kennen wir doch. Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Die Sith wollen uns einkesseln. Wir müssen sie zurückschlagen, damit wir dem Rest der Station Verstärkung schicken können. Ihr braucht also jemanden, der für euch die Drecksarbeit erledigt. Das ist der Plan, ja. Wie ihr wollt. Dann werden wir den Sith mal Beine machen. Los geht's, Jungs! Ich dachte, die fetzen sich jetzt. Was ist passiert?
Es ging alles so schnell. Eine Flotte Kriegsschiffe kam aus dem Hyperraum. Und bevor wir sie mit Jägern abfangen konnten, griffen sie auch schon an. Überall waren Sith-Jäger. Wir konnten gerade noch ein paar Jäger starten, bevor das Bombardement begann. Wir haben gekämpft wie die Löwen, aber wir konnten das Landungsschiff, das der ersten Welle folgte, nicht aufhalten. Und die Sith-Truppen auch nicht. Also haben wir uns zurückgezogen und mit der Evakuierung begonnen. Und dann wäre da noch das Treibstoffproblem. Ja, kein Treibstoff im Peregus, ich weiß. Wir haben nicht genug Treibstoff, um die Station im Orbit zu halten und gleichzeitig diese verdammten Sith abzuwehren. Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, aber ich sehe ehrlich gesagt schwarz. Es sind so viele Sith, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es gibt Gerüchte, dass vielleicht bald Hilfe kommt. Wir müssen zu Ravager. Wenn ihr zu Ravager wollt, müsst ihr euch von hier aus bis zum Unterhaltungsmodul durchkämpfen und dann weiter bis zum Shuttle. Viel Glück. Sehr schön. Warum Etten? Wieso hab ich den denn? Yes, ich kann ihn mitnehmen. Ich bin hier. Aber das ist doch meine Schülerin. Wieso hatten die jetzt keine Macht? Okay, meine Lieben. Ich werde trotzdem an dieser Stelle jetzt das Let's Play beenden. Haha, es wird einfach ein längerer Part. Ich mache trotzdem nur einen draus. Wir sind wieder viel, viel weiter gekommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzugucken. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder haut was Cooles in die Kommentare unten rein. Und wir sehen uns zum nächsten Teil von Star Wars Knights of the Old Republic. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.